In Skibidi Toilet sind sehr viele Secrets versteckt. Wir versuchen heute, alle Secrets selbst zu finden, Leute. Schaut also ganz genau im Video mit. Schreibt es dann auch gerne in die Kommentare und ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen zu Skibidi Toilet 51 und 52. Und wir analysieren jetzt Secrets oder und Easter Eggs, meine lieben Leute. Und zwar heute nicht als Reaktion auf ein bereits fertiges, von jemand anderem erstelltes Video, sondern heute möchte ich mal versuchen, alle Secrets alleine zu finden. Von der Folge 51 und von der Folge 52. Ich hatte mir zuerst überlegt, dass ich auch noch ein paar ältere Folgen mit reinnehme, aber davon gibt es ja inzwischen schon zu Genüge. Gut, zu 51 und 52 gibt es auch Videos. Aber wir gucken jetzt einfach mal, Leute, und wir gucken mal, ob wir einige Secrets und Easter Eggs finden oder eben auch Fragen dazu stellen, wieso, weshalb, warum. Ihr könnt gerne in den Kommentaren mitfolgen, Leute. Schreibt gerne unten rein, was ihr euch denkt und wir legen einfach mal los, würde ich sagen. So, das ist jetzt hier diese First-Person-Geschichte. Da habe ich auch ein paar Fragen, aber jetzt schauen wir erstmal rein. So, bis hierhin gibt es an sich nichts. Nur diese Frage habe ich jetzt und das wäre so das erste Ding, was mir im ersten Durchlauf jetzt auffällt. Warum geht diese Toilette nicht kaputt, wenn Titan, Kameraman, ihm mit dem Hammer so dermaßen eine draufbröselt? Das ist weder Secret noch Easter Egg, das ist eher eine Frage von mir, weil ich das irgendwie ziemlich komisch finde. Also keine Ahnung, ich finde es komisch, dass der nicht drauf geht. Aber das ist nur das, was mir aufgefallen ist. So, dadurch geht er dann kaputt. Ich habe jetzt ein bisschen weiter geschaut und habe jetzt an der Stelle mal gestoppt. Das war jetzt ultra schwierig, genau diese Sequenz zu kriegen, weil ich einfach mir mal die Waffe von dem Kollegen genauer angucken wollte. Deswegen seht ihr auch gerade mein Gesicht nicht, weil das sonst natürlich die Waffe verdecken würde. Und jetzt sehen wir hier an der Seite relativ interessant den Aufbau der Waffe so ein kleines bisschen mit den Schläuchen etc. Ist jetzt natürlich an sich nichts Großartiges, aber ist cool, das so im Detail zu sehen und dass der Fuck Boom hier auf jeden Fall so viel Detailliebe reingebracht hat. Denn das meiste der Szene ist ja dunkel, aber das ist ein einziger Ausschnitt, wenn Titan Cameraman einmal kurz hier auf die Toilette geschossen hat, wo alles aufblitzt. Und in dem Moment nur siehst du hier halt die ganze Geschichte. Sobald ich auf Play mache, wird es wieder dunkel und dann sieht man die ganzen Sachen nicht mehr so gut. Aber das finde ich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool gemacht, was hier passiert. Wir sehen ansonsten im Hintergrund nichts. Ich habe noch mal ein bisschen geschaut, aber hier ist nichts, Leute. Aber das ist auf jeden Fall ein cooles, nices Detail, diese Waffe auf jeden Fall. Seht ihr, dann wird wieder alles dunkel. Und ich sollte das jetzt auch wieder auf normale Geschwindigkeit machen, weil sonst funktioniert das natürlich nicht. So, da hinten haben wir ein Riesenrad stehen. Aber das werte ich jetzt mal nicht als Secret. Und hier rechts ist ein Donutladen. Das sind die Sachen, die mir auffallen. Aber ich verstehe immer noch nicht, warum er nicht stirbt. Das muss mir mal bitte irgendjemand erklären. Wieso er nicht stirbt? Was ist das hier eigentlich? Und wieso hat er Pimpelboy dabei? Ich weiß, er heißt anders. Ich persönlich nenne ihn aber Pimpelboy. Wer ist Pimpelboy? Pimpelboy ist der erste in Skibidi Toilet, der richtig krass ist und kein Titan ist. Das ist also kein Average-Standard-Charakter, aber er ist der einzige, der nicht riesig ist. Fällt euch das auf? Und er hat eben zwei Pimpel. Das alleine macht es halt schon richtig cool. Ne? So, und da kommen die jetzt alle an. Wir gehen jetzt nochmal zurück und schauen nochmal durch, ob wir irgendetwas verpasst haben. Aber ich sehe jetzt hier in dieser Ego-Folge nicht so wirklich was. Also in dieser Ego-Perspektive habe ich bis jetzt nicht so wirklich was gespottet. Außer den Dude hier vielleicht. Ist das ein neuer? Nee, das ist kein neuer, ne? Nee. Der ist zwar ein bisschen höher, kommt mir so vor, als wäre der noch nie zuvor aufgetaucht, aber da täuscht mich bestimmt. Wir schauen nochmal durch, aber... Ja, ich glaube nicht. Also wieso ja, er hier nicht stirbt, das verstehe ich nicht. Müsste ja irgendeine Ability haben, die verhindert, dass er drauf geht. Dass er nur runtergespült werden kann. Weil den stört ja eigentlich nichts. Also ich glaube, in der Folge gibt es jetzt nicht wirklich was zu sehen. Wenn ich mich täusche, dann zerreißt mich gerne in den Kommentaren. Jetzt Folge 52 und die ist viel interessanter auf jeden Fall. Das kann ich schon mal sagen. Wir haben hier... Ich glaube, das ist eine neue Art der Toilette. Die hat irgendwelche komischen Klingen.
Und ich weiß nicht, was sie da oben drauf hat. Ich suche gerade vehement einen Spot, wo man die Toilette ein bisschen schärfer sieht. Es ist irgendwie schwer erkennbar. Der Pimpelboy wieder. Der aller echte. Das sind neu. Die sind neu hier. Diese Hubschrauber, die Leute oder Soldaten in dem Fall transportieren. Die sind auf jeden Fall neu. Und die Dudes hier sind auch neu. Ich habe keine Ahnung, was die haben. Die haben andere Kameras auf dem Kopf. Sind anders gekleidet so ein kleines bisschen. Und die haben hier so irgendein Device in der Hand. Ich weiß nicht, ob das eine Waffe ist. Kann sein, ja. Aber das sieht mir eher aus, als wäre das ein Gerät hinten auf dem Rücken. Und vorne vielleicht irgendwie sowas ähnliches wie ein Schweißgerät oder so. Keine Ahnung, so ein mobiles, weiß ich nicht genau. Wo sie, oder ein Reparaturkit einfach, wo sie die gefallenen Kameramänner wieder zusammensetzen. Denn der da unten, der Dude, das sieht man jetzt gerade leider nicht so gut. Ich schau mal kurz, ob wir das anders sehen. Ne? Ja, genau, er schweißt hier unten irgendwas zusammen. Das heißt, er repariert ihn definitiv. Das heißt, die sind von Masse zu Klasse umgestiegen, kann man eigentlich sagen. Also die gehen jetzt her und reparieren ihre Toten. Ja, ich weiß nicht, ob sie das davor auch schon gemacht haben. Wir hatten davor ein paar Folgen, wo sie zum Beispiel in diese Basis teleportiert wurden von TV Woman und dann gesehen wurde, wie die an dem einen am Boden so ein bisschen rumdoktern. Aber so bewusst wahrgenommen habe ich Reparaturen hier noch nie. Das ist natürlich aber gut für eine Armee. Das heißt, man muss nicht immer einen Restock machen, sondern man kann bestehende einfach reparieren. Und wenn das so einfach geht, dann ist das ja top. Und das ist natürlich auch neu. Das ist, ich denke, auch wieder eine Frau soll das sein. Das merkt man eigentlich an der Statur und am Gang. Und die haben hier oben auch was ganz was anderes. Ja, also die haben hier auch ein bisschen eine andere Kamera drauf. Und vor allem haben die noch eine ganz andere Funktion, auf die wir gleich kommen. Aber es ist halt mega interessant, welche Charaktere jetzt zusätzlich kommen. Und wie sich auch die Fraktion, ich sag immer Fraktion, der Kameramänner jetzt eigentlich ändert hier. Es ist schon ziemlich sick. Und sie scheinen zu kommunizieren. Also ich meine, sie macht jetzt so. Ich finde das irgendwie ultra süß. Keine Ahnung warum. So, und jetzt wird es nämlich richtig wild. Sie fängt jetzt nämlich an zu zucken. Also das ist jetzt so, sie sitzt da und macht den hier. Das heißt, sie analysiert Ziele, sie erfasst Ziele. Ja, also hat ein Zielerfassungssystem wahrscheinlich. Und sobald die Ziele erfasst, die auf Toiletten gepolt sind, geht der Punk richtig ab, Leute. Hier hinten habe ich dann auch noch gleich was zu sagen, aber wir schauen. Und dann wird die Kollegin auch rot. Genau, jetzt hat sie alle erfasst. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, warum sie jetzt so komisch funkt. Das sieht irgendwie schmerzhaft und ungesund aus. Ach, weil da oben... Ah, jetzt sehe ich das erst. Die Kamera geht runter und aus dem Kopf klappt die Waffe. Und da sind, glaube ich, so Pfeile dran. Also hier hinten, glaube ich, das ist der Bolzen. Und da vorne ist die Spitze, wenn ich mich nicht täusche. So sieht das zumindest aus. Und er braucht zwei Schüsse, dass er drauf geht. Und wir sehen hier unten auch, Moment, ich gehe noch mal ein bisschen zurück. So, wir sehen hier unten auch den Bolzen, der direkt hier vorne in der Stirn drin steckt. Also das Zielerfassungssystem schießt hier scheinbar immer an dieselbe Stelle, außer bei dem großen Dude. Da haben wir direkt zwei in die Augen. Ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. So, das war's jetzt. Jetzt können wir nochmal zurückgehen kurz. Und zwar, was mir noch aufgefallen ist. Hier, wartet mal, vielleicht täusche ich mich auch. Nee, okay, da habe ich mich getäuscht. Ich dachte, hier fährt die Linse raus von ihm. Moment, ich gehe mal nochmal zurück. So. Und zwar, wo, nein, da nicht. Hier, ich dachte, hier fährt die Linse raus von der Kamera, aber das ist nicht richtig. Aber hier ist jetzt der Dude auch repariert. Also das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Das heißt, die reparieren die jetzt alle. Dauert ein bisschen, aber das ist die Sache auf jeden Fall wert. Aber das hier dürfte interessant werden. Also die in Massen, bis jetzt sehen wir ja nur eine. Ich weiß nicht, ob es von denen mehr gibt. TV Woman war auch nur eine, oder? Ich glaube schon. Ist interessant, wenn da mehr kommen, das wäre natürlich eine richtig gute Waffe. Aber wenn wir eine Schwachstelle von der Waffe direkt mal feststellen könnten, ist wahrscheinlich die Statik, die diese Waffe besitzt. Oder der Kämpfer, sagen wir es mal so, die Kämpferin. Weil in dem Moment, wo sie die Zielerfassung macht und anvisiert, ist sie halt still. Also sie steht quasi. Das sieht man hier jetzt auch. Sie visiert jetzt an und ist in dem Moment aber starr. Und in dem Moment, wo sie starr ist, in diesen kurzen Sekunden, ist sie halt einfach verwundbar. Und in dem Moment... Bam!
kann irgendeine Toilette, die von hinten angeflogen kommt, mit irgendwelchen Rasiermessern sie wieder komplett platt machen. Leute, wir schauen jetzt nochmal kurz die Folge von vorne, ob ich irgendwas nicht gesehen habe. Ihr schaut natürlich auch bitte mit. Ist das der Kamerakopf von dem Typen, von dem aus wir die Sicht sehen? Aber dann könnte er ja eigentlich gar nicht aufnehmen, ne? Nee. Wobei, könnte sein, möglicherweise. Pimpelboy. Warte mal, woher kommt eigentlich die Frau? Die kommt einfach von hinten an. Okay, die steigt also nicht aus dem Flugzeug aus. Hier links haben wir noch eine Toilette, die habe ich gar nicht gesehen. Aber ansonsten, wir haben hier nichts, keine Menschen, die irgendwas beobachten oder so. Nee, also da sehe ich jetzt so gar nichts. Hinten kommt auch die Toilette an. Nope. Also da sehen wir so nichts. Okay, Leute, ich denke, das waren dann alle Secrets und oder Easter Eggs, die wir gefunden haben. Genau, TV Woman war nur einmal. Ich bin gespannt, ob da dann noch was kommt jetzt die nächsten Tage. Wahrscheinlich ja schon. Da wird es wahrscheinlich nochmal eine Folge 53 geben, jetzt bis zum Wochenende, schätze ich jetzt einfach mal ganz grob. Ja, Leute, dann würde ich sagen, das war's dann mit dem Video, jetzt ein bisschen kürzer, aber ich wollte halt eben nur diese zwei Videos analysieren von den Secrets und Easter Eggs. Wenn euch irgendwas aufgefallen ist, was mir nicht aufgefallen ist, dann lasst es mich bitte gerne in den Kommentaren wissen. Lasst einen Daumen und ein Abo da, wenn ihr das Video cool fandet, Leute, das würde mich sehr freuen und würde mich sehr unterstützen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video, Leute. Danke fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.